Hallo und Servus beim aktuellen Vitaltipp. Wie schaut es bei dir aus? Hast du genug Magnesium? Nimmst du Magnesium auf für deinen Körper? Weil er braucht es unbedingt. Wenn du zum Beispiel öfter Müdigkeitsanfälle hast oder energielos bist oder nervlich nicht so gut drauf bist oder auch Kopfweh hast, dann kann das sein, dass du zu wenig Magnesium in deinem Körper hast. Ich bin natürlich kein Arzt, aber ich nehme Magnesium eigentlich schon seit einigen Jahren. Ich tue gerne Sporteln, aber Magnesium braucht jeder Mensch. Gar jeder braucht es. Und wie kann man es aufnehmen? Jetzt kann man auch sagen, man kann es ja über die normale Ernährung aufnehmen. Ja, es wäre in Vollkorngetreide drinnen oder in antialkoholischen Getränken. So, Vollkorngetreide, da muss man jetzt ein bisschen genauer hinschauen. Das meiste Brot, was wir so essen, da ist ja Weizen drin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel keine Gluten esse, dann habe ich das nicht. Oder es wäre noch in Nüssen drin. Ja, aber mehr als ein paar Nüsse am Tag kann ich auch nicht essen. Und da werde ich den Magnesiumhaushalt nicht zusammenbringen, den was ich brauche. Und antialkoholische Getränke, was ist das? Coca-Cola, Red Bull oder was? Da kann doch kein, da ist Zucker drin. Also ist es ideal, wenn wir Magnesium wirklich separat zuführen. So wie ich in einem anderen Video schon mal erklärt habe, Vitamin C. Ich mische das gerne, das Vitamin C und das Magnesium in der Apotheke, Diasporal 400 nehme ich immer, jeden Tag so ein Briefel und ich fühle mich fitter, vitaler und bin weniger müde. Und Kopfweh habe ich eigentlich auch. Nie oder ganz selten. In dem Sinn, probier es einmal aus und schau einmal, ob das für dich einen Sinn macht. Ich würde sagen, Magnesium macht auf jeden Fall Sinn. Mach's gut, Pieti, Servus, wir sehen uns beim nächsten Mal. Pieti!